liebe Campus Community, im heutigen Video geht es um das enge Zirkeln, wie ihr gesehen habt, was unheimlich viel Freude macht, was toll aussieht. Auf jeder Show könnt ihr überall jeden beeindrucken. Und heute möchte ich euch gerne erklären, wie ihr da die Grundlagen setzt. Der Velosch, der ist natürlich ein schon erfahrenes Horsemanship-Pferd und auch erfahren in der Liberty-Arbeit. Und wenn euer Pferd jetzt noch nicht so erfahren ist wie er, dann geht ihr natürlich nicht erstmal auf so eine große Wiese, sondern dann fangt ihr mit dem engen Zirkeln oder mit dem freien Zirkeln auch gerne erstmal in einem Roundpen an oder in einem kleinen abgetrennten Reitplatz. Also auf jeden Fall so, dass falls euer Pferd euch wegläuft, dass ihr es gut wieder einfangen könnt, dass ihr da nicht so weit rennen müsst, falls euer Pferd euch doch wegläuft. Und die Grundlage von allem, bevor wir mit einem Zirkeln anfangen können, ist, dass das Pferd in der Freiheit erstmal aufmerksam auf euch ist und euch folgt und auf euch hört. Das heißt, wenn ihr loslauft, dann sollte euer Pferd hinter euch herlaufen, egal in welche Richtung ihr geht, ob ihr links rumgeht oder ob ihr rechts rumgeht, ist ganz egal. Und das solltet ihr also auf jeden Fall mit eurem Pferd schon erarbeitet haben, dass es wirklich immer, egal wann ihr losgeht, einfach mitkommt und euch folgt. In welchem Abstand es das tut, ist mir am Anfang auch egal. Es kann auch ruhig 3 Meter hinter mir bleiben. Es kann auch eng bei mir laufen. Auf jeden Fall soll es mit seinen Füßen in meine Richtung gehen, mit seinen Augen und mit seinen Ohren mich verfolgen. Das kann der Velosch natürlich schon sehr gut. Und da ihr euch fürs enge Zirkeln interessiert, könnt ihr das mit eurem Pferd wahrscheinlich auch. Deswegen gehen wir jetzt über in das sogenannte präzise Folgen. Weil wenn ich die Grundlage erarbeitet habe, dass mein Pferd mir überhaupt folgt, wenn ich vielleicht auch schon daran gearbeitet habe, dass ich es rausschicken kann und wieder einladen kann, dann kann ich sagen, mein liebes Pony, jetzt wäre es schön, wenn du auf meiner Höhe bleibst, wenn ich mit dir laufe. Das heißt, auf meiner Höhe bedeutet, ich möchte, dass mein Pferd mit seinem Halsbereich auf meiner Schulterhöhe läuft, dass die Vorhand hinter meinen Füßen steht und dass sein Kopf leicht vor mir ist. Das ist quasi jetzt seine Komfortzone, wenn ich sage, ich möchte, dass du präzise mit mir mitläufst. Als nächstes ist es wichtig, dass ihr auch Tempowechsel einbaut, weil ihr wollt ja nicht, dass ihr euch an das Tempo eures Pferdes anpassen müsst, sondern das Pferd soll sich an euer Tempo anpassen. Das heißt, ihr könnt auch dann üben zu sagen, ich gehe jetzt mal ganz langsam los und schleiche vielleicht. Ich stelle mir vor, ich bin eine alte Frau, die nicht mehr so schnell kann. Auch dann sollte euer Pferd ja schön langsam mitgehen. Wenn euch euer Pferd bedrängelt, so wie ihr euch das gerade ein bisschen getan habt, dann macht ihr euch einfach groß vor dem Auge, vor dem Hals des Pferdes und sagt, bleibt ein bisschen auf Abstand, aber komm weiter mit. Und dann wollt ihr vielleicht auch mal schneller, auch wieder da geht die Hand erstmal nach vorne, ihr nehmt ein bisschen mehr Tempo auf und euer Pferd sollte bei euch auf der Schulterhöhe bleiben, auch wenn ihr schneller lauft. Super gut. Und damit sind wir auch noch beim nächsten Element, was ihr unbedingt für das enge Zirkeln braucht, nämlich das Ansaugen der Vorhand. Das heißt, ihr übt dann auch nochmal mit eurem Pferd als einzelne Übung rückwärts von dem Pferd weggehen und euer Pferd kommt mit. Wenn euer Pferd über die äußere Schulter wegläuft, habt ihr den Stick, der ist begrenzt und dann könnt ihr immer wieder die Schulter hier so kontrollieren, gut, dass ihr euer Pferd direkt vor euch habt. Und wenn das alles gut sitzt und das auch alles nicht am Zaun sitzt, sondern auch in der Mitte des Reitplatzes, dann könnt ihr diese einzelnen Elemente, die wir jetzt alle einzeln geübt haben oder die ihr einzeln geübt habt, zusammenpuzzeln und daraus ein enges Zirkeln machen. Und am Anfang macht ihr das eurem Pferd leicht, indem ihr wieder ins präzise Folgen geht und eurem Pferd sagt, wir laufen erstmal vielleicht gerade los. Und dann fange ich an, Kreise zu laufen. Ich suche mal ein bisschen mehr Platz, sodass die Kamera mich gut einfängt. Und am Anfang sind das relativ große Zirkel. Das heißt, ich sage meinem Pferd wieder, bleib hier an meiner Schulter. Aber wir gehen nicht geradeaus, sondern wir gehen in einen Kreis. Und dieser Kreis wird immer kleiner und immer kleiner. Und immer mehr drehe ich meine Schulter weg und sage meinem Pferd, wir machen immer kleinere Kreise, bis ich quasi auf der Stelle stehen bleiben kann. Und dann habe ich schon die erste Vorstufe eines engen Zirkels. Das müsst ihr noch gar nicht so lange machen. Wenn es erstmal so ein paar Schritte so eng bei euch bleibt, könnt ihr euer Pferd auch gleich wieder loben und ihm eine Pause geben.
Guter Junge. Und wenn ihr das fleißig und viel geübt habt, dann könnt ihr natürlich das Pferd auch einfach um euch rumlaufen lassen. Gut. Und dann könnt ihr es auch immer mehr in immer höheren Gangarten trainieren und irgendwann so tolle Momente haben, wo ihr einfach dasteht und euer Pferd ist auf Autopilot und läuft um euch rum. Toll. Als hätte es nie was anderes getan. Toller Junge. Und auch hier ist es wieder schön, wenn ihr einen Wechsel macht über die Vorhand. Das ist jetzt immer mal ein bisschen schneller los.